Hallo ihr Lieben und willkommen zu Hause bei Lara. Heute ist Dienstag, der 18. Juli. Die Kita ist bei uns zu und wir haben erstmal schön lang ausgeschlafen. Es ist also jetzt schon um 9 und ich werde jetzt Frühstück machen. Ich habe schon gestern einen Teig vorbereitet für Mini-Donuts, die ich in meinem Maker machen will. Ich experimentiere noch mit dem Rezept. Mal schauen, ob es was wird. Ich habe noch keine Erfahrungen mit dem Teig und dieser Größe. Mal schauen. Johanna, du kannst ihn schon mal anmachen. Hier ist der Anmach-Schalter. Jetzt ist es schon an. Gut. Weißt du noch, wo die Holzspieße sind? Diese Holz, aber die dicken Holzspieße. Dort, wo die Waage ist. Weißt du, wo die Waage ist? Ja. So, jetzt deine Aufgabe ist, du machst hier Löcher und dann versuchst du die Löcher ein bisschen groß zu machen. So, ja? Okay. Durch. Oh. Teig ist da zu klebrig. Probieren wir es mal hier. Ja, der klebt ganz schön. Das ist schwierig. Dann. Ja, ähnlich. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Teig dran machen. Ja, aber ich will eben nicht zu viel Mehl, weil sonst schmeckt es dann irgendwann trocken. Es ist eben hier die Kunst zwischen klebrig und formbar. Sehen aber alle sehr hübsch aus. So, falls sie verkleben, tue ich sie noch ein bisschen wieder weg. Die richtige Form macht dann der Maker, aber ich muss hier ein kleines Löchlein hinkriegen. Nein, das ist auch der Durchpost. Wird kein Donut, ja. Ich finde, dein letzter ist der beste geworden. Soll ich aufmachen? Wenn es grün leuchtet, hat es die Zieltemperatur erreicht. Das leuchtet aber noch rot. So. Schön vorsichtig, ne? Oh Mann, hat es gerade getan. So. Du machst es doch nicht jetzt so da rein. Wieso nicht? Ist das sehr heiß? Ich fasse doch das Heiße nicht an. Och. So. Dann Klappe zu. Einfach so, ja, genau. Okay, okay, Google. Timer auf 4 Minuten. 4 Minuten. Es geht los. Soll ich ja schon mal einen Teller holen? Für die. Mhm, diesen Holzteller, weißt du? Da können die noch. Schwitzen, ja. Der so wie ein Teller ist, das Brett ist wie ein Teller. Okay, also das Runde. So, ich piekse hier das Stäbchen in das Mehl, damit hier das durchgeht und nicht hier so kleben Mama, bleibt. Nehmt es jetzt wieder auf? Ja, es nimmt wieder auf. Ah. Siehst du hier das Rote da in der Ecke? Ja. Das bedeutet, dass es aufnimmt. Okay. Ich finde immer die Videos, die du machst, immer so schön, aber das Schneiden macht auch immer ein bisschen Zeit. Und das dauert auch ein bisschen und es wird dann langweilig, die Geduld. Ja, die hat ja beim Schneiden nicht so viel Lust und die Videos kommen dann immer so spät. Ja, mal schauen, wie ich das mit diesem Video schaffe. Schon. Ja, wollen wir mal reingucken? Ja. Ob die schon verbrennen? Wie gesagt. Das ist alles noch experimentell. Oh, sehen gut aus, aber können noch ein bisschen. Mach wieder zu. Ja, also es muss nicht unbedingt 4 Minuten brauchen. Nicht unbedingt, nein. Der Bildschirm? Der Bildschirm von der Kamera, der ist jetzt nicht so gut. Es kann schon sein, dass auf dem Computer der Dampf zu sehen ist. Wollen wir mal wieder reingucken? Ja, guck mal rein.
Naja, würde ich sagen, holen wir raus, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Vielleicht brauchst du Handschuhe dafür. Passt schon so. Okay, Google, wie lange noch? Noch eine Minute und eine Sekunde. Also 3 Minuten reichen. Okay, Google, lösch alle Timer. Kein Problem, er ist gelöscht. Okay, Google, Timer 3 Minuten. Ich hol schon mal das dann. 3 Minuten, es geht los. Topstil. Na gut, gleich. Hier. Ich forme ja die wieder zu runden Dingen, ja. Weil die Wurst, die Rolle, die ich gemacht habe, die ist ja zusammengefallen. Also, ja, Hefeteig soll das sein. Naja, ist nicht so wirklich was geworden. Aber jetzt forme ich die jetzt zu diesem kleinen Bällchen. Und du tunkst es jetzt hier rein, so, puderst es ein. Und dann machst du hier ein Loch, machst so ein bisschen groß und ja, immer pudern. Ja, weil sonst klebt das Holzstäbchen an. Das geht nicht so gut. Ich gucke immer, ob mein Finger durchpasst. Und wenn nicht, dann mache ich das immer ein bisschen kurz. Mhm. Das sieht schön aus. Schön aufpassen, dass du dich nicht verbrennst. Halt immer deine Hand hier. Oh, wie schön. Okay, Google, stopp. Ups. Soll ich vielleicht noch ein Brett holen? Okay. Die stapeln wir jetzt einfach hier. Hallo. Jetzt bin ich gerade in Kurs gewesen. Oh. So, hast du mir schon 6 durchgelocht? Jetzt hast du die nächste Fuhre angesagt. Komm, schnell. Ja, und während wir backen, schläft unser kleines Baby. Passt. Noch eins brauche ich, ja, von dir. Aber ja. Am Ende sollen es alle werden, ne? Das ist noch die letzten 5. Dann haben wir es schon geschafft. Okay, Google, Timer, 3 Minuten. 3 Minuten und es geht los. Einfach reinpiksen, das reicht. Da bleibt genug hängen. Ich bin ja gespannt, ob die schmecken. Wollen wir schon mal eins probieren, was ein bisschen abgekühlt ist? Warte. So. Probieren wir mal, ob es schmeckt. Ja. Schön geschmeckt. Mmh, lecker, fluffig. Schmeckt gut. Hm. Nicht so trocken. Hm. Nicht zu mehlig. Hm. Nicht übermäßig süß. Und können wir darüber dann zum Schluss noch ein bisschen Schokolade machen? Ja, wir können darüber ein paar Schokolade schmieren. So. Na, da passt aber kein Finger durch. Ups. Okay, Google, wie lange noch? Du hast noch 1 Minute und 24 Sekunden übrig. Dann guck mal rein. Nein? Na gut. Guck rein. Oder verbrenn dich nicht, genau, von hier. Na, von hier unten. Nimm hier so. Mhm. Mhm. Oh, sieht schon gut aus.
finde ich. Na gut, nehmen wir sie raus. Na los, ganz aufmachen. Gleich von der einen Form in die nächste Form. So, und jetzt die letzten fünf. Jetzt ist wieder die Heißtemperatur an. Okay, Google, wie lange noch? Du hast noch 47 Sekunden übrig. Na, gucken wir mal rein. Also ich finde es eigentlich schon gut. Okay, machen wir es hier aus. Okay, Google, lösch alle Timer. Okay, gelöscht. Also so ganz 3 und 4 Minuten ist es so nicht. Also ja, das geht hier. Ruckizucki. Na, unser schöner Berg, ne? Da haben wir was Leckeres zum Frühstücken. Deck schon mal, du bist schon mal den Tisch. Ja, deck schon mal den Tisch. Die schmecken dich ja ganz schön köstlich. Dankeschön. Und wie schmeckt's? Das freut mich. Richtig gut. Für meinen Tefal Sandwich Maker habe ich mir zum Geburtstag neue Einsätze gewünscht. Und ich experimentiere noch mit dem richtigen Teig für das richtige Ergebnis. Wir haben jetzt gefrühstückt und ich habe jetzt auch alles aufgeräumt. Und ja, die Mädchen haben noch ihre Schlaffrisur und das wollen wir jetzt ändern. Nein, ich will aber nicht meine Frisur ändern. Also jedenfalls die Elena will das ändern. Also ich will offene Haare haben und bleiben so. Mäuschen, hä? Wird's dir hier langweilig? Dann geben wir dir mal Breichen. Ich bin die Königin. Ich weiß alles über dich. Ich bin an meinem Ziel. Meinem Ziel. Alles überhaupt nicht. Alles weiß ich noch, aber ist es da, wenn man mich verkrüllt oder mich stehlt, weiß ich. Ich muss ihn wohl töten, leider hat er mich bestimmt, dass nein. Ich alles oder meinen würden immer schreiten, alle überhaupt mich. Wenn er die Krille oder die Schöne, alles weiß ich, ich bin die Schönste. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Nein. Wer an mich glaubt, alle würden mich haben. Ich habe jetzt hier auch mir eine Frisur gemacht. Und es ist schon, ja, der Vormittag so gut wie rum. Und unsere Große macht für uns Suppe. Und ich... Ja, die Mädchen haben diese Art von Suppe schon oft gemacht, mit und auch ohne meine Hilfe. Ein Video, wie das die Elena gemacht hat, verlinke ich euch mal hier. Das ist auch voll lustig, da war sie noch keine 3 Jahre alt. Und da hat sie auch so Mehl gesorgt. Ja, da war ja dieser Mehlvorfall, voll lustig. Ja, so lernen die Kinder selbstständig zu sein. So, Elena, jetzt geht's. Oh, das ist ja. Ja. Jetzt geht's, Elena. Dann gebe ich dir was so. Ich kann mich gleich um die Suppe. Dort ist nicht scheiße. Das ist nur hier. Und ich packe dann auf. Ich gebe dir dann die Löffel und darauf machst du es dann. Dann klappt es nicht so, weil dann. Johanna? So. Wieso das zweite Kleid? Ich hätte ja alles gewusst. Hast du nicht verstanden? Ja, Mädchen? Du beschwerst dich, hä? Bist du wieder müde? Der Hunger kann es ja nicht gewesen sein.
Du hast doch schön gegessen. Hm? Oder gibt es noch einen anderen Grund? Schauen wir mal nach. Ja, es gab einen anderen Grund. Aber darum kümmert sich jetzt Papa. Elena, holst du mir bitte noch einen großen Löffel? Oder besser eine Gabel. Eine große. Und zum Probieren hole ich uns dann noch Löffel. Ja, zwar. Ja, und nicht wundern, unser Papa steht gerade auf Cocktails und am Abend gönnen wir uns mal was. Johanna, ich hab solche kleinere, da müssen wir nicht ganz genau aufpassen. Oh, doch müssen wir. Weil die haben auch deswegen einen größeren Stiel. Am besten du holst große. Oh, aber da muss ich ein bisschen mehr nehmen. Leider. Die große Mama, da müssen wir jetzt schon so ein bisschen rein. Ja, zeig mal, wie du alleine eine Dose aufmachen kannst. Das ich ist auch kann auch nicht ganz alleine. Was? Noch nicht? Aber du kennst doch schon den Geheimtrick. Schau mal, Blut sieht es aus. Sieht wie Blut aus. Da brauchst du ja ein bisschen mehr Platz zum Kochen, ja? Nein. Ein bisschen aufräumen wäre auch eine gute Idee. Naja. Bisschen hast du schon. Tipp, den Daumen hier drauf drücken. Wie du es gerade gemacht hast, den Daumen aber hier drauf drücken. Ist schon eine super schwere Sache. Hilfst du mir wieder, das ist ultra schwer. Okay. Ja, jetzt ist es schon nach 8. Wir waren den gesamten Nachmittag im Aquafun-Park beim Paunsdorf Center. Noch länger machst du? Das war also wirklich eine richtig schöne Anlage mit mehreren Hüpfburgen und Wasserrutsche, also riesige Wasserrutsche und kleine Wasserrutsche und ein Pool, wo man Boot fahren konnte. Eigentlich richtig, richtig schön, aber sehr, sehr, sehr gut besucht. Die Mädchen mussten öfters mal warten und es gab keine richtigen Schlangen, sodass man ja sich ein bisschen behaupten musste, wenn man zum Beispiel ein Boot haben wollte oder so. Und die Kinder brauchten da wirklich viel Geduld und eben auch Durchsetzungskraft. Nein, aber es war schon schön. Es ist ja kostenloser Eintritt, deswegen auch so wahnsinnig gut besucht. Auch einem wunderschönen sonnigen Tag, aber wo es auch nicht zu heiß war. Ich habe jetzt dort vor Ort nicht gefilmt, weil da natürlich auch viele Kinder in Badesachen rumrennen. Und das wollte ich jetzt so nicht zeigen. Aber wir hatten viel Spaß. Ja, den Kindern hat es gefallen. Wir haben auch dann beim Paunsdorf Center auch Abendbrot gegessen. Lecker, schmecker, zuckerbecker. Jetzt sitzen sie in der Badewanne. Hallo. Weil ja auch das Wasser bei der kleinen Wasserrutsche und so im Pool, also vom Boot, jetzt auch nicht mehr das sauberste war, wenn die Kinder natürlich rein, raus rennen, ohne irgendwie Möglichkeiten, Füße zu waschen und so. Aber wir waren ja auf jeden Fall ja auch barfuß. Und die Kinder sind auch barfuß dann rumgerannt. Und also im Restaurant haben wir sogar schwarze Füße bekommen, das sieht man jetzt. Ja, die Kinder wollten die Schuhe auch nicht anziehen, als wir dann essen gegangen sind. Entsprechend waren die Füße ganz schwarz von den Fliesen vom Straßenbrett, eben ganz normal. Oh, meine Königin, ja. Das war unser Tag heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ciao. Bye, Lara. Ja, und
Und während die Großen oben baden, hast du hier deinen Laufstall schon tüchtig demoliert. Ja! Brauche ich den Kaffee? Den Kokoskuchen.